Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, heute habe ich einiges mit euch vor. Ah, ja, Durst, okay. Heute habe ich einiges mit euch vor und zwar möchte ich, dass wir oben soweit fertig haben, sodass wir in der nächsten Folge Knöpfe dran bauen können und das Ganze hübsch machen und wie gesagt auch einen Wasserhahn etc. Ne? Sowas. Und ich möchte gerne eine Lampe installieren, damit wir hier mal ein bisschen mehr Licht haben. Es ist nämlich ganz schön dunkel hier drin. Das Loch, was wir gestern zugemacht haben, hat nach dem Neustart tatsächlich dann auch funktioniert. Und hier scheint kein Licht mehr auf dem Stuhl. Das finde ich super. So, schnell was trinken gehen. Und ich muss noch was bauen, ganz fix. Hab gerade so einen Blitzgedanke gehabt. Natürlich wird es nicht klappen. Ich weiß jetzt schon. Aber schnell was trinken, bevor wir versterben. Oh, das schmeckt so gut. Das schmeckt so gut, diese unendliche Wasserquelle. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte, machen wollte. Okay, das brauchen wir alles nicht mehr. Diese wunderschönen Blöcke, genau, davon brauche ich noch 4. Tatsächlich brauche ich davon noch 4 Metallplatten. Aber in der Form? Nicht in der, nein. Wartet. Hier. 4 Stück, damit wir auch das Loch haben vom Spülbecken. Ein schönes und nicht ein riesiges viereckiges Loch. Dann wollte ich noch was bauen. Für den Siphon. Ich weiß noch nicht, wo das ist. Geländer war das, glaube ich. Warte mal. Aus Holz? Nein, niemals. Das wäre auch kein schöner Siphon. Das wäre einer, ne? Das ist eine Tür. So eher eine Tür, oder? So kein Siphon. Siphons gibt es ja nicht. Willst du machen? Geländer? Ja, hier sowas. Aber da gab es ja noch ganz andere. Lüftungsschacht. Der hier, den gab es auch aus Metall, oder bin ich blöd? Ne, den gab es nur aus Holz, ne? Ob das auffällt, wenn man den... Nö, Quatsch, wartet mal. Hab eine Idee. Ah. Diese doofe Rotation. Nö. Das fällt natürlich mega auf. Das sieht ja voll nach Holz aus. Gut, dann ist mein Plan gerade gecancelt. Aber das hier könnte ja auch funktionieren, ne? Das, wenn man das da so halbwegs... Ach, das kann man nicht seitlich schieben, ne? Das ist das Problem. Ah, wie kann man denn einen vernünftigen Siphon machen? Ich kann da keinen Gullideckel reinbauen, ne? Das sieht ja nie aus. Gullideckel fällt mir auch noch spontan ein. Was könnte man... Ja, wir haben nur Kisten, Geländer, Badezimmer. Ja, da bringt man auch nichts. Ein Klo kannst du da reinbauen. Grillrost, nö. Das wird auch nicht aussehen. Ist auch wahrscheinlich viel zu klein. Wo soll er auch da hin, ist die Frage, ne? Rettungsring. Oh, der wäre perfekt. Nee. Da müssen wir uns das überlegen. Für die Lampe... Brauchen wir ja auch noch Material. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die bauen soll. Ey. Wahrscheinlich eher planmäßig aus Holz. Und zwar etwas rund. Man kann ja ziemlich groß bauen. Und dann schön schneeweiß. Und dann habe ich da so einen, ja, einen klitzekleinen Plan. Was soll ich sagen? Wie die Lampe so ungefähr aussehen könnte. Ne? Mach einfach mal mehr. Na komm, mach jetzt hier. So. Gut. Ja, und dann brauchen wir natürlich auch wirklich Glühbirnen und sowas, ne? Aber welche installiere ich da? Das soll auch nicht übertrieben viel werden. Das ist ja das Problem. Wolfram Barren? Quatsch mit Soße. Wolfram Barren ist ja für Glühbirnen. Lichter, Lichter, Lichter. Lichter, Fackel, Laterne, nee. Also elektrische Risse wahrscheinlich eher da dran. Okay. Und dann wird das doch heute erst spannend. Kronleuchter? Natürlich nicht. Den haben wir hier schon. Deckenlampen sind zu groß. Leuchtstoffröhre, Eisenplatten. Ne, das wird nicht aussehen. Einfache Lampe von der Decke hängt. Sieht komisch aus, weil sie sehr winzig aussehen würde. Naja, das könnte klappen. Mehrere davon jedenfalls. Wenn ihr wisst, was ich meine. Mehrere Tischlampen dran kleben, wird nicht bringen, eh falsch rum. Die geht auch noch klar. Oder, oh ja, sowas wäre, glaube ich, ganz gut. Oder wir haben halt die hier, aber die sieht ja doch... Ich glaube, die ist die perfekte. Wenn wir davon ein paar installieren, ist das ganz cool. Eisenplatten brauche ich dafür. So, ich brauche auch gar nicht sparsam sein. Ich habe so viel geschenkt bekommen hier. Okidoki. Da könnte das doch was werden mit der Lampe. So, wer von euch hat sich denn die stumme Folge angeguckt? Bestimmt keiner, oder? Ich habe gar nicht geguckt, ob der überhaupt Aufrufe bekommen hat. So, hier wollte ich mal was testen.
wie das aussieht. Ich glaube, das geht klar, oder? Mir fiel nichts anderes ein, was ich hier in der Mitte bauen konnte. So dass das hier einen Abschluss gibt, auf jeden Fall. Weil das können wir alles bemalen und hübsch machen, ne? So. Ach, was baue ich denn? Ja, vielleicht geht das ja sogar optisch. Habe ich wieder komplett den falschen gebaut. Den falschen Block. Aber eigentlich geht's klar, ne? Und da will ich ja so sehr gerne noch ein Gitterchen reinmachen. Das ist schon, so ein Loch ist schon riesig, ne? Das ist schon riesig. Man kann ja auch einen Zunstopfen machen. Und Wasserhahn, ich habe noch keinen blassen Schimmer. So, gut. Jetzt muss ich irgendwie die Mitte vom Raum rausfinden. Da versuche ich jetzt ein paar Trickse. Mit G und das maximal klein, groß machen. Ach, niemals finde ich hier die Mitte raus, Leute. Das ist die maximale Größe, ernsthaft? Die Mitte vom. Oh Gott. Also, das lässt sich ja leicht ausrechnen. 26 Block. Davon ist die Mitte 13. Oder? Nee. Doch. Hier. Entweder das hier. Ich mach mal was dran. Dann gucken wir das ja mal. Augenscheinlich. Kontrollieren. Sieht das mittig aus? Ja, ne? Das sieht sogar sehr mittig aus, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Muss mal schauen. Ist exakt bei 13 und zwischen 13 und 14. Ist das jetzt richtig? Also wir haben 26 Block. Da ist die Mitte 13. Und natürlich kannst du nicht genau in den Block in der Mitte gucken. Ja, da grenzt er an 13 an. Und hier müsste 13 haben. Ja. Dann ist der tatsächlich mittig, dieser Leuchtstopfen. Ist natürlich ein Kabel, ne? Okay. Dann kommt jetzt das, was ich eigentlich versuchen wollte. Irgendeine größere Lampe bauen. Natürlich nicht so breit. Ich glaube, das geht schon klar. Was dieses Snappen. Aber auch nur minimal funktionieren muss, ne? So, sehr schön. Mal gucken. Vielleicht sagt ihr ja top. Oder vielleicht sagt ihr auch ekelhaftem. Bau bloß was anderes. Aber wir simulieren halt auch nur ein bisschen. Boah, die ist jetzt schon viel zu hell. Ich habe mir das genauso in meinem Köpfchen vorgestellt, tatsächlich. Ah, das sieht ja aus wie ein Krankenhauslicht, ne? Wer baut sich sowas in der Küche? Aber manche Menschen haben halt einen seltsamen Geschmack, was Licht betrifft. Boah. Und hier hinten kommt gar nichts davon an. Licht aus. Das sind für eine Lampe. Die macht einfach mal so ein Überflutlicht an einer Stelle nur. Und ist auch noch kackenhässlich. Nee, das geht gar nicht klar. Das ist scheiße. Oder so moderne LED-Lampen einfach an der Decke kleben und fertig ist die Geschichte. Aber das ist echt nicht einfach, ey. Lass mal schon Kaffee trinken. Ein Denkkaffee. Experimentieren wir mal ein bisschen mit Licht. Das ist schief. Das ist echt granatenlos, die Lampe, ne? Das ist einfach eine kleine Minilampe. Wir sind in einem riesigen Raum. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Was kann man denn da als Idee machen? Nicht zwei Lampen, das wäre ja auch Blödsinn.
Wenn nichts anderes geht, geht halt nichts anderes, ne? Muss ich noch mal so ein hässliches Lämmchen bauen hier. Einfach in Verlängerung. Also wir können diese Lampe erwerben. Um Gottes Willen. Ah, ich würde es gerne anders so machen. Jetzt aber ist egal. Soll dieselbe exakt gleich sein? Dann den Teller noch mal. Ja, dann passt das aber. Dann passt das aber gut. Gleiche Größe. Oh, das ist aber nicht die gleiche Größe. Ach, wie schön man das anpassen kann. Ha, exakt denselben einfach gemacht. Verflogen. Einfach mal exakt dieselbe Lampe gemacht. Sehr schön. Dann noch mal direkt mittig ein Birnchen. Das sieht natürlich noch nicht aus. Das ist nur ein Test. An sich müssten wir vielleicht eine riesige Lampe bauen, aber da, wenn du viele von diesen Birnen benutzt, dann wird es dann so übertrieben hell, ne? Muss ich tatsächlich nochmal hier eine bauen, aber das passt doch nicht mehr dann von der Entfernung her. Ach, ist das schwierig, ey. Hab an so einen Riesenraum nicht an sowas gedacht. Wenn wir Licht mal ausmachen, testweise. Ist das sehr gedimmtes Licht. Und jetzt müsste ich den Abstand von der und der messen, damit ich den exakten auch auf der anderen Seite bekomme. Und das ist scheiße. Nein, das ist nicht scheiße. Das kriege ich dort. Ach, warte mal, ich habe eine Idee. Block. Komm her. Du bist jetzt hier mittendrin, anstatt dabei. Uah. Und das Ganze sind genau 20 Blöcke. Und hier können wir schon mal keine Lampe dann in der Form reinmachen, weil es nur noch 19 Blöcke Abstand hat. Das ist doof. Dann können wir natürlich auch eine Abzugshaube, die auch Beleuchtung hat. Der Kühlschrank kann auch Beleuchtung haben. Also wir kriegen das schon hin, dass wir in den Ecken irgendwelche Arten von Beleuchtung hinbekommen. Ne? Das wird schon klappen. Auf jeden Fall war das doch schon mal ein Experiment wert. So, der Wasserhahn, der beschäftigt mich hier schon länger. Da war ich schon die ganze Zeit überlegen, wie soll ich so einen blöden Wasserhahn bauen? Was für Material steht uns zur Verfügung? Wie können wir den vielleicht sogar simulieren oder komplett selber bauen? Ne? Das ist das Problem. Er muss natürlich da draufstehen und hier reinragen. Logischerweise. Naja, da hilft allerdings. Da müsste ich gucken gehen. Also ich habe natürlich die runden Holzflöcke. Die wären natürlich sehr schön dafür als Armatur. Wir könnten auch viel mit Bilder arbeiten natürlich. Wir könnten auch einen Wasserhahn da hinstellen also einen echten Wasserhahn als PNG. Aber blöckemäßig werde ich da keinen hinkriegen, glaube ich. Also wir können tatsächlich aus Metall erstmal könnten wir wirklich, jetzt mal ein Beispiel nur, viel Rundes bauen. Aber ich glaube, das wird zu groß. Der Elch, der sagt, ich soll den aus PNG-Datei machen. Leicht rostig, ne? Aber wenn wir den als PNG-Datei machen, sieht er einfach von allen Seiten doof aus. Der wird niemals nach vorne ragen. Der wird immer in deine Richtung gucken, sozusagen. Und das wäre falsch. Also muss ich improvisieren. Ein gigantischer Wasserhahn. Aus denen hier kannst du ja leider nur Holz machen. Das ist das Doofe. Holz sieht nie aus wie Metall hier. Nicht mal ansatzweise. Ne? Das Dunkelste. So ein Wasserhahn ist meistens aus Metall. Das ist das Blöde. Glasscheibe. Ein Schrank. Modernes Regal? Nö, das wird auch nicht passen. Verschiedenes. Ein Grammophon. Er hat halt einen sehr ausgefallenen Wasserhahn. Nein, Quatsch. I don't know, I don't know. Dekoration. Ein Denkmalwasserhahn. Naja, soll schon logisch sein. Also man kann ihn ja aus Holz machen. Wird aber nicht so schön aussehen. Handläufe werde ich auch nicht simulieren daraus. Alle Teile. Gitter aus Holz. Bin aber überlegen, das Holzgitter. Aber ich glaube, das kann man eh nur aufrecht hinstellen, ne?
Also ich gucke mir das nochmal an. Also man hat ja ein paar Tricks zur Möglichkeit hier. Lampen. Werkbank. Ein Boot. Ein Schlauchboot wird nicht klappen. Das heißt, es gibt, ne, mittlerweile. Eine Lampe wäre natürlich nicht gut, weil die leuchtet ja. Also wir können eigentlich nur aus Blöcken. Was ist denn laut, ihr Fackeln? Aus Blöcken und aus Holz ein darstellen. Alleine schon wegen den Formen. Das ist ein bisschen schade. Recyceltes? Nein, und so richtiges fucking Silber gibt es einfach nicht, ne? Ach, das, ein Wasserhahn aus Erde wäre natürlich eine super Idee. Wir haben nur dieses doofe Metall hier. Woraus besteht noch mal das Waschbecken jetzt? Das habe ich wieder vergessen. Ich glaube das nicht, ne? Habe es wirklich komplett vergessen. Aber es soll nicht aus demselben Material bestehen. Obwohl das geht, ne? Es gibt ja auch viereckige Wasserhähne, aber das wird. Ja, wir werden das einfach mal testen. Jetzt bin mir nicht sicher, ob das der hier war oder der hier, woraus das Waschbecken besteht. Das war, glaube ich, Herd. Das war Waschbecken. Ach, was mach ich denn? Wollte jetzt auch noch Runde bauen. Nur testweise. So. Am nächsten ist hellblau. Das wird zu simpel aussehen einfach. Das wird mir nicht gefallen. Holzbalken, Holzplanken, Holzstamm. Der allerdunkelste oder der allerhellste. Das ist nicht der allerhellste. Ich bin auch nicht der allerhellste, der hier. Das könnten kalt und warm werden. Da kommen ja Bilder drauf. Fertig ist die Geschichte. Nicht knallweiß, fällt zu doll auf. Hier, der hat zu wenig Marmorierung. Also Drehknöpfe, wisst ihr, zum warm und kalt machen. Okay. Also mit der Beleuchtung hat schon mal nicht geklappt. Es klappt schon. Es muss ja nicht perfekter Raum werden, aber es ist halt schwierig. Also der fällt schon mal aus, weil er mittig ist. Scheiße, du kannst hier nicht mittig bauen. Das ist Kacke. Das wird nicht klappen. Obwohl, so schlimm finde ich das jetzt gar nicht. Wir haben auch, glaube ich, den falschen genommen. So scheiße finde ich das gar nicht. Wir setzen den jetzt mal in der Mitte hier. Ach, fuck. Genau mittig gucken. Und G drücken. So. Waterhorn. Wie gesagt, da kommt ja auch noch Bilder drauf, ne? Dann wird das Ganze ganz anders aussehen. Boah. Warm und kalt. Bestimmt super synchron aufgepopelt. Nein. Das ist doch nicht so einfach. Brechstängchen. Aber das in der Größe fällt das ja gar nicht so doll auf. Das finde ich ganz angenehm hier gerade. Von der Bauweise. Krass, wie man bauen kann hier. Sehr gerade. Dann
Haben wir noch zwei davon? Aber die snippen dort dran, ne? Naja, wir sind noch viel zu groß hier, aber das bringt eh nichts. Bisschen sehr groß, oder? Bin einfach viel zu schnell am Fliegen! Falscher Knopf. Perfektionismus kennt keine Grenzen. Und ich mache überhaupt nichts perfekt hier. So, rot-grün, rot-blau. Sieht irgendwie schief aus, ne? Ne, ist es aber nicht. Da muss da eigentlich auch noch so ein Stöppel dran. Jetzt habe ich keine Stöppel mehr. Ja, wunderbar, ey. Ich finde wieder ein einziger. So, kurzer Weg. Muss ich jetzt aber zwei, falls ich wieder Kacke baue. Da ist er. So groß ist das Ding nur zum Aufdrehen. Ich versuche die ganze Zeit auch doll auf die Verhältnismäßigkeit zu achten, dass das Ganze nicht zu riesig aussieht und nicht passt. Passen? Finde ich super geil. Also man weiß wirklich, was gemeint ist und das ist das Ziel. Es steht ein Wasserhahn da. Unglaublich. Wenn jetzt ein Fremder hier reinkommt, der weiß genau, was mit diesem Ding hier gemeint ist, ne? Schön. Und ohne Licht sieht das Ganze so aus. Gruselig. Okay. Das Ganze ist aber noch nicht fertig. Zierleisten, Schrankelemente. Unterm Herd, da müsste ja ein Backofen rein, rein technisch. Fällt mir jetzt gerade mal so spontan ein. Hier könnte ein Schrank drin sein. Unter der Spüle kann nichts sein. Und hier könnte auch ein Schrank drin sein. Das muss ich irgendwie simulieren. Langer Weg. Mach einfach Holz. Ich weiß nicht, wie das wohl mit Weiß aussieht. Wenn du da weiße Ränder... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich mache einfach mal 14 Stück. Warum auch immer. Ne? Also, warum 14? Ich weiß es nicht. Hab das Rohr verloren. So, und will mal schauen, wie wir das jetzt abgrenzen können voneinander. Mit den Weißen. Also, wow. Als kleine Leiste. Das ist die maximale Länge. Aber ein bisschen dünner müsste schon. Kennt's einfach nicht, Mann. Passt genau da hoch hin. Zufälligerweise. Wie gesagt, das ist ja ein Schrankelement, was tatsächlich dann aufgehen würde, ne? Hier kommt der Backofen hin. Die weiß ich doch gar nicht, wie ich den darstellen soll. Du kannst riesige Bilder nehmen, ja? Das wird sogar klappen wahrscheinlich. Ich habe ja noch ein Backofenbild, oder? Sollen wir das gleich mal testen? Spüle hat
Nur so ein Schranktürchen bitte kriegen, weil man muss sie ja aufmachen können. Können wir natürlich nicht echt, geht ja nicht. Können wir schöner arbeiten. Schön am Rand. Keine hässliche Kante entsteht, so wie sie jetzt entstanden ist. Das Ganze will ich anders drehen. Also wenn man so riesig bauen will, ne, dann hat man das nicht so leicht, sage ich euch. Warum fliege ich nicht? Sehe ich es doch besser. Rein technisch brauche ich keine drin sein, aber für die Vollständigkeit ja. Ist einfach. Ich habe nur noch eine. Wie ich mich verzählt habe und guck mal, wie das optisch aussieht. Puh. Ja, das macht schon was her. Sieht schon besser aus, ne? Müssen die Mitten noch irgendwie bearbeiten. Aber jetzt gucken wir mal wegen dem Bild und dem Backofen. Messergabel. Ach ja, stimmt, aber das ist zu groß. Eine Pixelung. Deswegen wird das auch nicht aussehen, wenn du ein Backofenbild nimmst. Lüfter, Gitter. Ach, guck mal, Gitterbild kannst du ja auch nehmen für das Forrest Gump. Keine Werbefreundlichkeit deswegen. Wir haben ganz schön viele Bilder drin. Und viele Ärsche vor allen Dingen. Die Happy ist weg. Experimente ohne Ende. Ich, warum? Eine GIF habe ich da mal getestet. Das ist noch aus dem Raumschiff. Habe ich da überhaupt einen Backofen drin gehabt? Boah, viele Bilder habe ich denn da in dem Ordner? Irre. Was steht da? Der Name vom Bild ist halt nur sehr lang. Na, ich glaube, sind wir durch. Nö, Kickerfiguren hat man noch nicht. Schwarzes Loch. Ach Gott. Doch, jetzt sind wir durch. Ich habe nichts Backofen-Bild. Ich muss einmal wieder dumm auf den Desktop. Da ist ja gar keine Scheibe drin. Oh, jetzt, ich habe perfekt sofort Backofen-Bilder gefunden, ganz viele. Na, ob das aussieht? Viel dunkler müsste es sein. Kommen wir jetzt Scharfbild. Ah, manchmal werden die nicht scharf. Ärgerlich. Ein weißer Rand darf ich nicht haben. Dem voll fettes PNG gefunden. Aber das ist zu klein. Schade. Backofen, Backofen. Mehr ansehen. Ach, dieser weiße Rand immer. Der hier gar nicht so schlimm ist tatsächlich, weil der verschwindet in der Leiste, ne? Fällt mir gerade spontan auf. Mir fällt dort eine Menge spontan auf, habe ich den Eindruck. So, schön dunkler. Ein Zanussi, kenne ich nicht. Kann ich auf den weißen Rand in mir scheißen? Ein Gorjene. Es gibt ja schon viele komische Hersteller, ne? Der sieht aus, als ob der gar keine Scheibe drin hätte. Ihr seht das nicht, sorry. Der ist hier schön dunkel. Dann nehme ich den hier. Das war eine sehr kleine Datei. Bild speichern unter. Rising World Builder. Go, go. Es ist passiert. Er hat ein Backofenbild. Sorry, Unprofessionalität kennt keine Grenzen. Um den jetzt zu verwenden, müssen wir irgendwie das hier machen, genau. Desktop, Rising World Builder. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Scheiße. Hätte mal drauf gucken sollen. Weil Bilder, die du holst, haben immer so blöde Namen teilweise, ne? Da ist er. Perfekt. Oh Gott. Man kann riesige Bilder machen.
Sieht bis jetzt ganz in Ordnung aus. Ach, jetzt bin ich gelaufen. Ich glaube, schöner kann man das gar nicht simulieren. Das ist schon genial, glaube ich. Das ist schon wirklich gut. Wenn man daneben dahin geht, dann sieht man es ja, ne? Ist klar. Aber so perfekt schaffe ich es ja auch nicht. Super, Alter, geil. Top. Hier habe ich vor, den Geheimgang reinzumachen. Das ist hier. Was ist das für eine Musik, Alter? Das ist hier tatsächlich. Ach, das ist Stein. Weitergeht dann in dieser Welt. Dass man hier dann irgendwo wieder weiterkommt. Das sieht man auf Anhieb eigentlich, ne? Aber erstmal wird ein Spieler sowieso gucken gehen, was hier so abgeht, ne? Und was für krasse Sachen der Timmy hier gebaut hat. Aber wir haben jetzt einen Wasserhahn. Eine Spüle. Problem ist noch, dass. Loch hier, ne? Das würde ich gerne. Na gut, ein Siphon und sowas kann ich alles als Bild runterladen. Hier sieht es auch noch scheiße drauf aus, finde ich. Könnte man auch noch voneinander trennen, so ein bisschen. Mit Lappen. Und Leisten. Hier kommt ja noch vier Schalter dran. Ne? Oder. Ne, der Backofen hat ja Schalter. Für jede Herdplatte einen Schalter. Und dann sieht das doch ganz so schön aus, ne? Schublade können wir da reinbauen. Und da unten das Schranktürchen. Hier kommt einfach nur ein Knöpfchen hin zum Rausziehen. Und hier kann man reingehen. Mir fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Sache an der Stelle, danke fürs Zusehen. Ging schon wieder viel zu lange heute. Bis dann.